dann hat die Emilia Korte. Jeden Morgen vor dem grossen Ansturm werden die Wägerin unterputzen. Über 100 Gärtnerinnen und Gärtner hegen und pflegen die schönen Blumen- und Gartenanlagen. Der Sektor Land und Wasser tritt nach der Ausstellung auf Kosten von einer privaten Stiftung von Domitro als Park erhalten. Die Kultur belebt das St. Albansee. Ist eine Oase von der Gesundheit. 153 verschiedene Kräuterpflanzen kann man hier bestaunen. Im Gewürzgarten wachsen und duften 84 Arten und Sorten. Die Gärtner von der Stadt St. Gallen haben den Rosengarten gestiftet. Im streng geordneten Beet haben sie auch Neuzüchtling angepflanzt. Heute am 1. Mai bekommt Grünachtig hochgezogen. Königin von Großbritannien, Serpete Windsor und ihre Prinzgemahl Philipp in Begleitung von unserem Bundesrat Urs Vogler. An dieser Stelle reicht die Monorei die 30 Fliege von 16,5%. Unsere Brücklinge stoßen zu
Thank you.
September werden 52.838 Menschen an die Ausstellung strömen. Jetzt müssen wir eine Rundfahrt mit dem Delegate. Thank you.